Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo an alle da draußen, die heute zuhören. Wir besprechen heute den Film Paris, Paradies. Das ist echt schwierig, weil der heißt auf Deutsch Paris, Paradies. Und auf Französisch Paradis, Paris. Ach Gott, einfach vertauscht. Ja, einfach vertauscht. Wir, das sind einmal die liebe Schlogger, die heute da ist und den Film gesehen hat und den mit mir bespricht. Ja, hallo. Und ich, das ist MJ. Ich versuche heute, die Moderation zu übernehmen. Ja, das wird super. Das wird super. Genau, daher würde ich mich freuen, wenn du den Film einmal für uns zusammenfasst. Ja, klar, gerne. Also, wie heißt er jetzt? Auf Deutsch heißt er Paris Paradies. Paris Paradies. Also, Paris Paradies ist ein französisch-iranischer Episodenfilm. Es ist eine Tragikomödie und verbindet ganz viele Episoden, die irgendwas mit dem Tod zu tun haben. Also wir haben hier einen Opernstar, der von Monica Bellucci gespielt wird, die aus Versehen für tot erklärt wird und dann die Situation irgendwie genießen möchte, weil sie auf ihre eigenen Todesbekundigungen wartet. Dann haben wir eine Geschichte um einen Stuntman und seinen Sohn. Da wird auch eingeflechtet, weil die Episoden sind alle so ein bisschen miteinander verknüpft. Das kennt man ja von Episodenfilmen. Der Make-up-Artist, wo der so herkommt. Dann haben wir den Erzählstrang um die 15-jährige Marie Cerise, die depressiv ist, weil um sie herum ein Video kursiert. Und der passieren dann ziemlich schwarzhumorige Dinge, aber da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Und dann gibt es noch andere Erzählstränge, die ein bisschen kleiner sind. Es gibt so einen True-Crime-Moderator, es gibt einen Barbesitzer und alle haben eben so lose mit dem Tod zu tun und sind lose miteinander verbunden. Und dementsprechend geht es nicht nur mit Tod, sondern auch ums Leben. Der Film ist von Marjane Satrapi, eine iranisch-französische Regisseurin, die man tatsächlich auch als Comic-Autorin kennt. Oder kennen könnte, denn sie hat damals dieses viel preisumwobene Graphic Novel gemacht, Persepolis, ist auch verfilmt worden. Und jetzt ist meine Frage, merkt man dem Film an, dass sie eigentlich Comic-Autorin ist ursprünglich? Sehr gute Frage. Also Persepolis hatte ich natürlich auch gelesen und gesehen. Ich finde, es ist eine sehr tolle Graphic Novel und auch sehr gute Animationsfilm. Ich habe auch The Voices von ihr gesehen mit Ryan Reynolds. Das ist so eine ganz fiese, kleine Horrorkomödie. Und jetzt zu deiner Frage, ob man den Film anmerkt, dass sie Comic-Autorin ist. Also ich finde wirklich, ich liebe französische Graphic Novels. Das heißt, ich bin so ein bisschen drin in den Geschmack von diesen Comics. Und ich fand, man hat bei dem Film jetzt nicht unbedingt gesehen, dass das von einer Comic-Autorin ist, aber man hat genau gespürt, wie französische Comiczeichner bzw. Comiczeichnerinnen, wie die Geschichten erzählen. Also der Film wirkte für mich wirklich, als würde ich eine französische Graphic Novel lesen. Es ist irgendwie eine ernste Geschichte, aber gleichzeitig passieren da Dinge, die so niemals in der Realität passieren würden. Und dann ist da noch dieser schwarze Humor drin, der wirklich total überzogen ist. Also jetzt hier als Beispiel, die einer Figur in dem Film, ich sage jetzt nicht wem, damit es noch hier kein Spoiler ist, die wird an ein Kreuz gefesselt werden und dann wird ihr mit einem Skalpell an Teilen ihres Körpers Ritze zugefügt werden, damit sich der Mann, der diese Wunden verursacht, selbst befriedigen kann dazu. Also es ist ein durchaus sehr ernstes und düsteres Thema und eine Thematik, die dann aber humoristisch aufgelöst wird. Aber das ist eine Situation, die man in so einem Film nicht erwartet. Und dann passiert was, wodurch das Ganze nicht so klappt, wie es der Mann gerne hätte. Also es passiert offensichtlich gegen die Wünsche der Person, die da geritzt wird. Ich versuche das hier gerade irgendwie spoilerfrei stammelig hinzukriegen. Und dann, als er dann merkt, dass es nicht klappt, was er sich vorgestellt hat, stellt er sich an eine Wand und haut so seinen Kopf dagegen. Also es ist nicht realistisch. Es ist schon, wie es ein Comic halt wäre. Überzogen, ja. Ja, überzogen, genau. Und daran merkt man das dann schon. Also man darf da nicht reingehen und eine ernste Tragikomödie erwarten, weil die eben ganz viele Spitzen hat in Richtung Schwarzhumor und ein bisschen auch Slapstick. Ah, okay. Weil du diese mehreren Storylines erwähnt hast,
Werden die am Ende nochmal zusammengefügt? Also gibt es ein Element, was alles verbindet? So wie bei, ich glaube, Babel war das früher. Ja, da gab es auch ein Element, was zumindest ein Element, was es am Ende zusammengeführt hat. Ja, also wir haben so Sachen wie der Moderator, der geht halt in die Bar essen. In die Bar, der Barbesitzer hat auch einen eigenen Strang. In die Bar geht aber auch die Opernsängerin. Oh. Oder der Make-up-Artist ist der, der die Opernsängerin geschminkt hat, als er dachte, sie wäre tot. Also als Leichen-Make-up-Artist. Die haben jetzt nicht wirklich was miteinander zu tun, aber es gibt immer, sie haben ganz kleine Verbindungen, wie die Geschichten irgendwie verbunden sind. Ah, ich habe noch einen Strang vergessen. Es gibt noch so, der Film, in dem Film wird Französisch, Englisch und Spanisch gesprochen. Und der eine Erzählstrang, der Spanische, der geht um so eine, die Putzfrau von der Opernsängerin. Die hat eine 15-jährige Tochter, also da wird Quinceañera gefeiert, das ist ja ein großes Ding. Und die hat eine Schwiegermutter oder ihre Mutter und die kennt man auch aus, ich weiß gerade nicht, wie der Film heißt. Die ist auf jeden Fall auch recht bekannt und die macht so einen Deal mit Gott, bitte lass mich so lange leben, bis meine Tochter, bis meine Enkelin 15 wird. Und das ist auch noch so ein kleiner Erzählstrang, den ich vergessen hatte. Ja, also wenn du sagst, das Thema ist, dass man mit dem Tod oder dass die verschiedenen Figuren mit dem Tod konfrontiert sind, aber du sagst auch gleichzeitig, dass man da jetzt keine Schwere erwarten kann oder dass es dann vielleicht, also ja, geht man raus aus dem Film und nimmt was mit im Sinne von, okay, weil ich habe mir den Trailer zum Beispiel angeschaut und was ich schön fand, es gab diesen einen Moment, wo ich glaube, der ältere Mann, ich weiß nicht, wer das ist, aber man hat natürlich gesehen, es scheint um mehrere Personen zu gehen, der durchbricht die vierte Wand und sagt dann, die Aufgabe im Leben ist es, glücklich zu sein. Also sind da so Lebensweisheiten drin, wo man sagt, okay, selbst mit diesen ganzen schwarzhumorigen Spitzen gehst du raus und sagst, ja, da ist was eingesickert, was ich daraus mitnehmen kann. Das würde ich, glaube ich, so nicht sehen. Das ist der TV-Moderator und der durchbricht nicht die vierte Wand, sondern der, also sieht es im Trailer wahrscheinlich aus, aber der wird da einfach gerade gefilmt und macht so eine Aufnahme für seine True Crime-Sendung. Ah, okay. Genau, und das, was du sagst, so das Leben ist dazu da, um glücklich zu sein. Und ich weiß gerade gar nicht, wie das Zitat ist, irgend sowas wie in die Richtung, das Leben sind einfach nur ganz viele verpasste Chancen, in denen wir hätten sterben können oder sowas. Also der macht uns jetzt nicht direkt die Sterblichkeit bewusst oder so. Es ist einfach, der soll unterhalten und Spaß machen. Ach ja, okay. Ja. Und wie viele und wie oft hast du gelacht? Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe manchmal gelacht, weil es so absurd war. Also die Szene, die ich vorhin erklärt habe, damit habe ich einfach überhaupt nicht gerechnet. Und es passiert auch einer Figur, wo dir das total leid tut. Und du denkst, hä, das macht der Film jetzt nicht wirklich, was wir hier sehen. Ah. Und was dann aber passiert, ist so bescheuert und eben absurd, dass ich da dann lachen muss. Und die ganze Zeit dachte, hä, okay, wie albern. Fand ich aber witzig. Ah, oh, okay. Ja, cool. Wie stehst du denn zu Persepolis? Mochtest du den? Ja, ich mochte den sehr. Aber ich fand auch cool, dass die sich selber nicht ernst genommen hat. Aber du hast trotzdem diese Schwere, also dieser Situation oder politischen Situation im Land und was dann eben daraus resultierte, das hast du natürlich gemerkt, auch wenn es sehr leicht, stellenweise sehr leichtfüßig daherkam. Also ich fand schon, dass man dem Film die Schwere angemerkt hat. Und was auch sicherlich gut war, weil es auch schwarz-weiß, ne? Also plakativ war es natürlich auch, aber der Comic ist ja, oder die Graphic Novel ist ja auch schwarz-weiß. Sie hat ja jetzt 4 oder 5 Filme gemacht. Ja, also Humor scheint ja so auf jeden Fall ihr Signature zu sein. Man sieht, sie hat auch einen kleinen Gastauftritt im Film. Also okay. Jetzt Paris Paradies oder Paradis Paris, wir wissen es nicht. Und sie spielt da auch eine Regisseurin und sie steht aber neben dem eigentlichen Regisseur und sie ruft ihm dann immer ins Ohr, Cut. Und dann nimmt er das Megafon und schreit, Cut. Also es ist auch total absurd, du weißt überhaupt nicht, was sie damit sagen will, aber da taucht sie eben auf, als wäre so ein kleines, jetzt da durch das Durchbrechen der vierten Wand, irgendwie so ein Meta-Kommentar-Dings. Aber den Humor hat sie auf jeden Fall. Wenn wir jetzt Persepolis nehmen, was ja ein durchaus ernstes politisches Thema hat mit ihrer Kindheit im Iran und der ganzen, was da eben politisch passiert ist und wie sie dann in Frankreich ankommt und eben nicht weiß, wo gehört sie denn jetzt hin. Das ist schon sehr schwer. Dann haben wir auch schon erwähnt The Voices. Der ist überhaupt nicht schwer. Der ist einfach total absurd auch. Und hier Paris Paradies würde ich da irgendwo dazwischen anordnen. Also wir haben durchaus eben eine schwere Thematik, die aber irgendwie nicht so schwer rüberkommt, sondern eher durch schwarzhumorig irgendwie eben diese kleinen Spitzen hat. Was aber durchaus auch durch diese rauchende Oma, mal gucken, ob ich rausfinde, wo die her ist.
Es hat auch eine sehr witzige Rolle. Also sie hat eine ganz rauchige Stimme und hat dann eben diesen Pakt mit Gott und versucht eben so, oh, lieber Gott, du und ich, wir sind noch so, ne? Also komm, ich lass mich noch mal ein bisschen rauchen und lass mich ein bisschen trinken. Vielleicht gebe ich ja eins davon auf, damit ich länger leben kann, aber vielleicht auch nicht. Und die ist auch schon ziemlich witzig. Die Spanisch spricht. Genau. Mhm. Ich wollte ja auch noch, wenn es euch denn interessiert und ihr vorher auch in den Geschmack von französischen Comics kommen wollt, um so in den Vibe reinzukommen, habe ich hier noch ein paar Empfehlungen. Und zwar zum Beispiel von, ich hoffe, ich spreche die richtig aus, Camille Jourdi, also schreibt man J-O-U-R-D-Y, Rosalie Blum, der ist total toll und spannend. Oder auch von Penelope Bagieu, Wie ein leeres Blatt. Da geht es zum Beispiel, da wacht eine junge Dame einfach auf und kann sich an nichts mehr erinnern und versucht halt, also sie ist dann wie ein leeres Blatt, versucht halt ihr Leben wieder zu füllen und herauszufinden, wer sie eigentlich früher war. Und es sind zwei schöne Beispiele, die so ein bisschen auch diesen Genre-Mix mitbringen, so als Einstieg, wenn man sich auf diesen Film denn vorbereiten möchte, was man aber nicht muss. Mhm. Ja, danke für die Comicbuch-Empfehlung. Gerne. Im Film-Podcast. Ja, möchtest du zum Fazit kommen? Ja. Möchtest du? Ja, klar. Okay, mache ich gerne. Na gut. Man hat es ja schon rausgehört. Also ich hatte durchaus meine Freude an dem Film. Ich habe mich wirklich wie gefühlt, als hätte ich den Film total begriffen. Als wäre ich genau die Zielgruppe, als würde ich genau begreifen, was will der Film mir sagen. Und das war eben eine Tragikomödie, die sich selbst nicht so wahnsinnig ernst nimmt, die immer und hin und wieder ins Schwarzhumorige abdriftet, was auch, ich glaube, ein bisschen zu stark manchmal wirken kann, weil man da nicht genau weiß, okay, weil wer ist jetzt die Zielgruppe hier, mal abgesehen von mir, weil es eben diese Leichtigkeit für eine Sommerkomödie dann dadurch vielleicht sich so ein bisschen verbaut. Und es gibt auch durchaus Episoden, die sind nicht so stark wie andere, also die von dem Stuntman, die hat einfach, da verstehe ich den Bezug nicht so ganz, außer dass er sehr sympathisch wirkte. Da sind andere wie die von der Spanierin oder die Opernsängerin oder auch dieses depressive Teenie-Kind, die sind einfach viel stärker dagegen. Aber mir hat der Film durchaus Spaß gemacht. Episodenfilme finde ich immer nett. Ich mochte auch, dass wir sowas aus dem Alltag haben. Also wir sehen hier vielleicht in der Realität grundierte, das ist ein Wort bestimmt, Begebenheiten. Wir sehen hier Menschlichkeiten und das Ganze eben verbunden durch so kleine Absurditäten. Genau, ja. Und deswegen würde ich von mir da eine Empfehlung für den Film aussprechen. Ich weiß jetzt nicht, in wie vielen Kinos der laufen wird. Haben wir schon gesagt, wann der anläuft? Nee, noch nicht. Der läuft am 8. August an. Mhm. Dann ist er im Kino. Und wahrscheinlich, weil er nicht so mainstreamig ist wie Wolverine und Deadpool. Nicht ganz. Wird er wahrscheinlich nicht so lange laufen. Ja, also wenn ihr ihn irgendwo entdeckt, dann guckt ihn euch im Kino an. Aber ich glaube, das ist auch ein guter Streaming-Film, den man sich zu Hause angucken kann. Mhm. Ja, also von mir eine Empfehlung. Ich habe den sehr genossen. Mir hat der Spaß gemacht, Freude gebracht. Und ich musste auch durch die teilweise völlig absurden Szenen auch hin und wieder recht herzlich lachen. Schön. Ja, das war die Besprechung zu Paris Paradies oder Paradis Paris von Marjane Satrapi. Also geht gerne rein oder guckt ihn euch dann später im Streaming-Format an. Am 8. August im Kino. Mehr von uns gibt es auf tele-stammtisch.de und überall, wo es Likes gibt. Ja, und ganz neu, ihr könnt auch auf Discord direkt mit uns schnacken. Da geht ihr einfach auch auf unsere Website tele-stammtisch.de und da findet ihr den Link zum Discord-Server. Da könnt ihr einfach rein, da gibt es ganz viele Channel. Da geht es um Serien, da geht es um Comics, da geht es ums Nerdtum, da geht es auch unterteilt, ihr seid nur Star-Wars-Fans, dann redet doch nur darüber. Ihr könnt uns Feedbacks zu den Podcast-Folgen geben. Da gibt es alles Mögliche, was ihr da finden könnt und da könnt ihr auch direkt einfach mit uns drüber sprechen. Zum Beispiel auch sagen, wie ihr diesen Film jetzt fandet. Fandet ihr, die Spitzen sind zu krass und passen da nicht rein, dass die Tonalitäten zu krass springen? Oder sagt ihr, ja, wir sind genau wie du, deiner Meinung, Schlogger, und wir finden, dass MJ das hier wahnsinnig toll gewuppt hat? Dann könnt ihr das da einfach uns als Feedback hinterlassen. Kann ich meine Werbung auch hinten dran setzen? Ja, du darfst. Super. Ich sag schon mal tschüss. Ist mir immer eine Freude, aber heute war mein Moderationsdebüt, also seid nicht so hart. Ja. Also, ich sag tschüss und ich gebe das letzte Wort an Schlogger. Yeah, dankeschön. Also,
Mein Name ist Schlogger, ich bin Autorin und Comiczeichnerin und auch Graphic Recorderin. Das heißt, MJ zeichnet übrigens auch. Das heißt, ihr habt ihr das perfekte Duo gehabt, um über einen Comiczeichnerfilm zu sprechen. Nur mal so am Rande noch hinten dran gehängt. Meine Sachen findet ihr auf schlogger.de, auch überall, wo es Likes gibt, auf Social Media. Und mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen. Ich sage dann tschüss, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann bei der nächsten Besprechung. Bis dann. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.